So, moin moin bei Senior Didi. Ganz früh am Morgen wieder mal Bastelstunde, Musik. So, ich will jetzt mal diese G-Dur-Tonleiter, die ich jetzt schon mal auf dem Schirm habe, mit Akkorden belegen. Habe ich jetzt so gemacht, so. Beziehungsweise, das ist jetzt ein Diagramm aus dem Internet gezogen. Das habe ich auf OneNote 10 gepackt und kann da jetzt mit arbeiten, ja? Also, wie gesagt, also die Grundtonleiter G-Dur wird erstmal, wenn man Noten schreibt, ein Kreuz, dann weiß man, aha, da ist G-Dur oder E-Moll. Na, da kommen wir aber noch hin. G-Dur. G, die untersten Töne immer, ne? Die sage ich jetzt mal. G, A, H, C, D, E, F. Beziehungsweise Kreuz, ein Fis, ne? Haben wir gesagt. Muss um einen halben Ton erhöht werden. Das ist im Grunde ein F, aber um einen halben Ton erhöht. Ist in dieser Tonleiter Nummer drin. Und das Kreuz hier ist eben das, was jetzt hier vorne angesagt wird, ne? Wenn man so eine Partitur hat, dann sieht man immer, aha, bei diesem Kreuz. Das F ist ein Fis, das ist erhöht. Ne? Das kann man auch wieder hinterher auflösen, wenn man will. Aber jetzt sind wir erstmal so. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Das genauso wie im C-Dur-System, was wir jetzt transponiert haben in G, funktioniert auch dieser Akkordaufbau. Ne? Dann nimmt man immer den ersten Grundton wieder, aber jetzt in G. Den zweiten lässt man aus und den dritten aus der Tonleiter von G, den zieht man rüber. Das ist ein H. Dann hat man jetzt hier schon mal ein G und ein H. Ne? Das ist der Ton hier. Wenn man den ersten Grundton geht, A, H. Nimmt man die untersten Töne hier. Ne? Da zieht man jetzt rüber. So, dann nimmt man von der Tonleiter wieder ein. 1, 2 ist jetzt noch das D. Da zieht man hier rüber und hat man diesen Akkord. Und so kann man diese Akkorde selber aufbauen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Da kann man ganz einfach selber stricken. Na, auch wenn man gar nicht so viele Notenkenntnis hat. Grundton G. Dann haben wir jetzt diesen Akkord gebaut. Jetzt machen wir mal den A-Moll-Akkord. Grundton A. Auslassen, also an C darüber ziehen. Haben wir A und C. Jetzt gehen wir von C aus weiter, ein auslassen, wieder ein. Dann haben wir hier ein E. Ja? Und so kann man sich nach und nach die Akkorde aufbauen. Und wenn die Akkorde aus der Tonleiter dann gestrickt sind, die heißen dann G-Dur, A-Moll, B-Moll, also H-Moll eigentlich, sagt man dazu, in Deutsch. B ist international wieder, ne? C-Dur, D-Dur, E-Moll, Fis vermindert. Ja? Das ist die Tonleiter jetzt mit Akkorden. Mit Dreiklängen, sagt man. Ja, und das will ich jetzt aber nicht nur theoretisch jetzt machen, sondern ich werde das jetzt auch praktizieren, ja? Das werde ich mir jetzt mal so machen, dass ich das auch alles so am Schirm habe. Und ich will das hinterher auch so machen, aber im Grunde die Sinnung, wie geht es eigentlich so, was ich jetzt im Kopf habe? Ich möchte jetzt gerne die G-Dur-Tonleiter lernen, habe ich ja schon gemacht. G, A, H, C, D, E und Fis. Dann die Akkorde, wenn die aufgebaut sind, die heißen dann G-Dur. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe, sechste Stufe, siebte Stufe. Die achte Stufe wäre dann die Oktave noch. Die käme hier hinten dran. Dann hat man acht Töne. Zwei Tetrachord. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ne? Das wäre dann die G-Dur-Tonleiter und ihre Akkorde. So, und wenn man jetzt diese Kästchen hier sieht. G, C, D. Das ist dasselbe wie bei der C-Dur-Tonleiter. Ja? Der erste Akkord wird gespielt. Tonika, erste Stufe. Aber jetzt aus der G-Dur-Tonleiter. Ne? Der erste.
vierte Stufe, fünfte Stufe, aber als Akkord, ne? Und die erste wieder. Das heißt also 1, 2, 3, 4. Wenn man die Akkorde hintereinander spielt, dann hat man eine Grundkadenz zu G-Dur. G, Dur, C-Dur, D-Dur und G-Dur. Das ist die Grundkadenz, ne? Das heißt also eine Akkordfolge und dann kann man wieder die Tonleitern spielen, Melodien spielen und sogar Lieder rausmachen, wenn man sich mit Kadenzen auskennt, ne? Man kann auch mit einem Akkord ein Lied machen oder mit zwei. Gibt es ganz viele bekannte Lieder, die auch nur aus zwei Tönen aus der Tonleiter sind. So, aber das sind jetzt die Grundkadenzen G, C und D. Ich kann da ganz kurz mal anspielen. Ich habe hier so ein Keyboard. Was heißt das? G, C und D. G, das ist jetzt ein G. G, C und D. Oder wenn man es nach oben spielt. Ja, und dann wieder Tutonika, dann wieder zurück. G, C, D, G. Da hat man eine Kadenz und darauf kann man dann Tonleitern spielen. Ja, und da will ich dann auch praktisch jetzt auch hin. Ja, also das ist jetzt, klar. Da kann ich ja im Grunde jetzt auch hinschreiben. Ne? Ich habe ja hier, na, also das, was ich hier so mache, das ist ja alles im Grunde so, so ein Rumfummeln, so was ich da, ne? Das ist jetzt zum Beispiel die G-Dur-Tonleiter von der vorigen Sendung, wie ich die da gestrickt habe, ne? So. Können wir gleich ein bisschen kleiner machen? Ne. Was hat er jetzt? Einen Moment. Also, dann kann man das ein bisschen besser so sehen, ne? Da ist dann nämlich das schon wieder mit dem Moll dazu. Ne? Hier haben wir das G-Dur. Ne? Und das ist die Kadenz. Ne? Und dann gibt es ja diese sogenannte parallele Molltonleiter noch zu Dur. Das haben wir bei C-Dur gemerkt. Das war ja dann A-Moll, ne? Zu C-Dur. Und bei G-Dur haben wir die parallele Molltonleiter. Drei Halbtonschritte zurück, ne? E, Moll. Das wäre die dann hier. E, Moll. Und das wäre dann E, Äolisch eigentlich. So wie bei C, Dur. A, Äolisch ist, ist auch bei G, Dur. E, Moll, Äolisch. E, Äolisch. Ne, war das auch wieder, hier kann man ja auch sehen, woher das kommt. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe, sechste, siebte und achte haben wir mehr in Oktav. Das wäre wieder dann E-Moll. Das ist die Akkordfolge in E-Moll. Wenn wir da jetzt die Kadenzfolge spielen, in E-Moll, haben wir E, Subdominante, Dominante und wieder E. Erste Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe, erste Stufe. Das wäre die Kadenz jetzt in E-Moll. Ne? Das ist die parallele Molltonleiter zu G-Dur. Ne? Da kann man E-Moll spielen, A-Moll, H-Moll und E-Moll. Da hat man eine Kadenz in E-Moll. Ne? So wie wir es mit G machen. Erste Stufe, vierte, fünfte, erste. Ja, und da will ich mich jetzt mal so langsam praktisch hinarbeiten. Und was dann hinterher das Ziel sein soll, das kann ich jetzt auch noch sagen. Also es geht ja jetzt nicht nur um, so, da haben wir das mal ein bisschen kleiner. Das ist ja hier im Grunde, da können wir jetzt mal ein bisschen dran arbeiten. Da kann ich jetzt mal machen. Wir können jetzt mal Folgendes machen. Ich mache mal die Punkte hier weg. Hm? Dann gehe ich jetzt mal von dieser Leiste aus. Das ist jetzt die C-Dur-Tonleiter und ihre modalen Tonleitern. So. Jetzt gehe ich mal zum roten Stift. Ne, jetzt machen wir mal. Blau,
Das war jetzt nicht so gedacht. Wo ist er jetzt? Also das hat sich vom Acker gemacht. Jetzt muss ich das nochmal raussuchen hier. Das ist ein OneNote von Windows, ne? Habe ich den irgendwie ausgeschaltet? Bestimmt. Ne? Das ist OneNote, habt ihr gesehen? Also da kann man extra mit arbeiten. So, ne? So, also weiter. Jetzt habe ich mir dann ganz kurz mal verklickt, aber das passiert bei mir nur mal, weil es hier eine experimentelle Sendung gemeint ist. Ne? Ich bin also kein Profi, sondern Hobbyist. Ne? Und alles, was ich so euch erzähle und sowas, wenn ihr da mal so reinguckt bei meinem Film hier, so, ne? Der muss das auch mit Skepsis so ein bisschen beobachten. Das heißt also nicht alles so annehmen, wie ich das so sage, sondern da schleichen sie auch leicht so Fehler rein. Ne? Nicht, dass ihr so meine Fehler übernehmt, ne? Sondern überprüft das, was ich euch da verklickern will und was ich mir selber verklickern will. Ne? Ja, aber meistens sind da keine Fehler drin, weil ich da selber skeptisch bin. So, also wir haben jetzt hier 10-Dur-Tonart und das will ich jetzt transponieren alles in G-Dur. Das heißt also, die G-Dur-Tonate, die haben wir ja, ich nehme mal den dicken Stift. Wo ist das Ding denn? Jetzt zeichnen wir nochmal, nicht, dass ich da wieder wegballer. So, jetzt kann ich hier einen Stift nehmen, einen roten als Beispiel. Habe auch einen dicken Strich, ne? Mache ich jetzt mal als Beispiel. Jetzt haben wir hier ionisch in C-Dur, ne? Das wäre hier, von hier. Ne? Man braucht ja nur hier hochgehen und wieder hier. Das hat man im Grunde die ionische Tonart. Ne? Das wäre diese Töne dann spielen. Das ist alles jetzt für C-Dur. C ist ionisch, dann ein Ton weiter ne? Aus der C-Dur-Tonart wäre dann dorisch. Das wäre dann von hier nach hier. Ne? Und dann macht man den nächsten Sprung einen Ganztonschritt phrygisch. Der fängt da von hier an, aber das sind alles die Töne aus der C-Dur-Tonate. Ne? Die geht dann von da nach dahin. Ne? Kann man immer sehen, wo die Striche sind. So, und das mache ich jetzt mal nochmal weg. 5, 6. Oh ne, nicht. Ach, da sind sie schon. So. Ich will nämlich jetzt Folgendes machen. Wenn ich schon jetzt bei der G-Dur-Tonleiter bin, ne? Das heißt ja im Grunde, das wäre das G hier. Hier machen wir ein G mal hin. So. Das ist der G-Ton, jetzt in einen roten Punkt, ne? So, und wenn wir jetzt die G-Dur-Tonleiter, also bei der C-Dur-Tonleiter haben wir ja gesagt, da gibt es sowieso kein Kreuz, wohl? Jetzt machen wir mal, ist jetzt der G-Grundton. Und alles, was jetzt hier in C gemacht ist, mache ich jetzt mal in G. Ja? Das heißt also, ich mache jetzt hier erstmal ein Kreuz rein. Guck, haben wir einen grauen oder was? Wie dick ist der? Oder schwarz geht ja, ist ja auch ganz gut. So, genau. Ganz dicken, da kann man hier noch was reinschreiben. Und zwar mache ich jetzt Folgendes. Man kann dann jetzt diese Tonleiter hier das Kreuz mal reinmachen. Dann sieht man das? Genau. Sieht man zwar jetzt nicht so richtig helle, aber das mache ich so extra so. So müsste hier unten ein Kreuz drin sein, ne? Wenn man hier die Tonleitern hat. Das sieht man so schon alleine, das Kreuz, das heißt G-Dur. Hier, Grundton G. Jetzt gehe ich mal wieder auf den roten und gehe mal jetzt die G-Dur-Tonleiter hoch. Das heißt also G. Der nächste wäre ein Ganztonschritt. A, dann der nächste wäre dann wieder ein Halbtonschritt. Das heißt C, D, E. Ne, da ist noch mal ein Ganztonschritt. C, D, E. Dann G, A, H ist das. Ach, das ist ein H, genau, so war das. Das ist ein H. Müssen wir noch so. G, A, H, C haben wir gesagt, ne? C haben wir dann dabei hier. Das ist jetzt die
Mach die mal ein bisschen dicker hier liegen. Ah, nee. Am besten ist es mit einzelnen Punkten, ne? Das andere, das sieht so schäbig aus. Man muss bloß die Punkte genau in der Mitte machen. So, dann mache ich das nochmal. Ich guck mal, dass ich jetzt in der Mitte kriege. So, dann haben wir hier C, D, E, F, G, G. Na, dann müssen wir jetzt hier bei diesem F, weil in der G-Dur-Tonleiter ist ja das hier, das erste Kreuz, ne? Dann müssten wir jetzt eigentlich da mal reinschreiben. Gucken wir mal, wie wir das schreiben können. Fett, so. Wo ist er? Das ist hier das F, genau. Und das erhöhen wir jetzt um einen halben Ton, dann ist das nämlich ein Fis, ne? Warum macht er nicht? Warum macht er nicht, was ich will? So, nochmal. Ach, da kommt er. So. Ne? Also, vor dem F macht man dann also dieses, eine Raute. Ne? Kann ich dann ganz schön einen Strich machen, da, Mensch. Aber im Grunde sieht man das ja, ne? Hallo, wieder oder wieder nicht? Ah. So, dann mache ich das Kreuz nochmal. Einmal. Den haben wir ja auf jetzt, ne? So. Dann machen wir jetzt hier eine Raute. Strich. Dann immer so, oder? Das heißt, dass der Ton jetzt hier um einen halben Ton erhöht ist, ein Fis. Ja? G, dann müssen wir hier wieder ein A haben. Theoretisch so. A. H. Das müssen wir wieder rot machen. So einfach kommst du mir nicht davon. Dann haben wir so gehabt, ne? So. Voll rot hier. G, A haben wir, da müssten wir nämlich jetzt hier einen Strich drin haben, das wäre dann also A, H, C, D, E, ne, das war nicht richtig, nochmal. G, A, H, C, D, E, Fis, G. A, H, C, D, E, genau das, E. Ups. Und, genau, das sind das sieben Tonleitern, genau. Und F. Also Fis. Die müsst ihr dann nochmal erhöhen, ne? So, das wäre also im Grunde, diese Tonleiter wäre jetzt die G-Dur-Tonleiter. Ja, und wenn man die jetzt in mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Töne aus der Tonleiter, also über die Oktave rausgeht, dann kann man das hier spielen. Ja? Das heißt also im Grunde, wenn ich jetzt von hier aus, von den, aber jetzt alles, was in Roten ist, dann unter kann man sich jetzt wegdenken, ja, diese Noten. Die ganzen Roten, die man jetzt nimmt, G, A, H, C, D, E, Fis, G, A, H, C, D, E, Fis, dann nehmen wir das G wieder, ne? Aber wir bleiben ja nur bis hierhin. So, das heißt also, weil die erste Stufe, in C-Dur haben wir ja gesagt, heißt ionisch. Und das haben wir ja hier auch. Wenn man das auf G jetzt transponiert, hat man auch. Die erste Stufe ist ionisch. Deswegen kann man jetzt auch G-Ionisch spielen. G-Ionisch geht von hier bis hier. Das wäre die ionische Tonleiter, die G-Dur-Tonleiter.
GAHCDE FIS G. Ja? Und wenn man jetzt, ne, dann sieht man auch die Striche, die bis, endet bis hier. Wenn man jetzt aus dieser Tonleiter einen ganz tollen Schritt weitergeht und damit anfängt, die G-Dur-Tonleiter, dann hat man die dorische. Das heißt also, ich fange jetzt an mit A. Ne? Und die dorische geht dann von hier bis hier. Das heißt also A, H, C, jetzt mal langsam. Da ist A, nicht das untere, ne? Sondern hier, dorisch. Aber immer die rote ist nehmen. A, H, C, D, E, Fis, G, A. Das wäre jetzt die dorische, also G-dorisch, würde man jetzt sagen. Dasselbe macht man dann auch mit der nächsten. Dann wäre das die phrygische. Von dorisch geht man zum phrygischen. Das heißt, von hier unten von D nach E in der C-Dur-Tonleiter und bei G-Dur heißt das von A nach H. Das wäre im Grunde jetzt ein H, das H. Ne? Dann fängt man von der phrygische G phrygisch H C D E Fis G. Aha. Ja? Können wir wieder gucken hier? Und so weiter. Also das kann man dann so, so sehen. Angefangen mit der G-Dur-Tonleiter halt einfach. G, A, H, C, D, E, Fis, G. Ja? So, und wenn man jetzt noch, eins können wir jetzt noch machen dazu. Das sind ja die modalen Tonleitern, jetzt aber in G. Und das ist ja im Grunde so ein Werk von ganz früher, von der klassischen Musik her. Das sind die, wenn man es jetzt in Deutsch sagt, die Kirchentonleitern. Das sind die Kirchentonleitern. Ja? Und wenn man das jetzt von C, in C gibt es ja kein Kreuz, das in G transponiert, dann hat man ja das Kreuz. Und das heißt also, in diesem System ist immer dieses Kreuz vorhanden, ne? Das muss also immer bei diesen Tonleitern bei sein. Das heißt also im Grunde, wenn ich jetzt hier E-olisch spiele, G-E-olisch, ne? Nicht lydisch oder hier oder mixolydisch oder das, ne? Sondern ich nehme jetzt mal die parallele Mod-Tonleiter zu G. G, haben wir gesagt, 3 Halbtonen zurück, G, A ist A, ne? G. Ach, ich bin ja jetzt nicht bei A, sondern ich bin ja jetzt bei G, Fis, F und E. Genau, das sind die Schritte, die man zurückgehen muss. Ne? E, von G aus Fis, F und dann kriegt man das E. 3 Halbtonen Schritte zurück. Das heißt also im Grunde, wenn man hier jetzt das E hat, das ist das G. Wenn man hier jetzt das E hat, das ist das E. Das ist Fis. Und hier ist das G. Das heißt, wenn man das Moll finden will, das E, dann muss man 3 Halbtonschritte zurückgehen. Da kann man da gleich mal praktisch zeigen. Und das E-Olische wäre dann das hier. Von G-Dur aus, Fis, F, E. 3 Halbtöne. Ne? G, Fis, den aufheben, F, E. So, das wäre G-E-Olisch dann. Diese Tonleiter bis hierhin, kann man sich ja merken, ne? Vorletzter Ton. E-olisch. Was ist das? Ein A wäre das jetzt in der C-Dur-Tonleiter. Ne? Wir haben das jetzt transponiert, das E-olische jetzt nach G. Das heißt also, dieser Ton hier wäre dann ja theoretisch ein D. Ne? Gucken wir mal, G, A, H, C, D. Und E. Ja? Also A wäre hier bei der C-Dur-Tonleiter und wir machen das jetzt in E. Das heißt also, dieser Ton, dieses E, G, Fis, F, E. Wenn man die Tonleiter hochgeht, bis hierhin, hat man die E-olische, also die parallele Moll-Tonleiter zu G-Dur.
Ne? Und die beiden sind eigentlich die wichtigsten, wenn man das übt. Bloß wenn man dann noch mehr Interesse dran hat, ne? dann übt man nicht nur das Dur und die parallele Molltonleiter, sondern man übt mal die ganzen modalen Tonleitern, dann die Kirchentonleitern. Das sind die sogenannten Modis. Ja? Die modalen Tonleitern der Musik. Aber wie gesagt, das kommt aus dem klassischen Bereich. Und was wir heutzutage haben, wir haben so ein Dur-Moll-System, sagt man. Ja? Dur und Moll, das ist für uns eigentlich wichtig. Wenn man hinterher so ein bisschen versierter ist, dann kann man auch mal sowas da reinschrubbeln. So eine Tonleiter und so eine, dann weiß man aber auch warum. Ja? Zum Üben mache ich das jetzt erstmal hier immer erstmal Dur und Moll, das habe ich ja schon gemacht. In Moll habe ich schon probiert jetzt und in G-Dur. Und jetzt fange ich nochmal mit G-Dur an. Ne? Und ganz zum Schluss komme ich dann zu den modalen Tonleitern. Dann gehe ich die ganzen 7 Tonleiter mal hoch. Ne? Aber nicht in dieser Sendung. Jetzt will ich das nicht sprechen. Also das ist so mein Ziel, dass ich die modalen Tonleitern hinterher dann in G-Dur spiele. Ne? Also transponiert alles in G. Das wäre das. Ne? G-Moll, A-Moll, H-Moll, C-Dur, D-Dur, E-Moll, Fis, halb vermindert. Und dann wieder G-Dur. Ne? Dann hätte man die komplette Oktave von G-Dur in Akkorden. Ein Kreuz, ne? So, dann haben wir das ja schon mal raus, wie es funktioniert und wie das theoretisch so ist. Ne? E-Olisch. Die Stufendreiklänge. Na, das spielt aber ganz schön ab hier, wa? Ganz schön schnell ist er da. Schneller als ich will. Wo ist er denn? Da ist das. E-Moll, Stufendreiklänge, Eolisch. So, das habe ich jetzt schon probiert. Da habe ich diese Stufe hier, die vierte und die fünfte gespielt und die erste als Kadenz. Und habe dazu die Tonleiter mal ein bisschen geübt, so, ne? So, und das ist halt alles nochmal in C-Dur, was ich dann in G-Dur umgewandelt habe, so. Das sind nochmal die Akkorde, ne? Das waren ja so die Übungen. Ne? Von C-Dur alles auf G-Dur. Ne? Und die modalen Tonleiter, die sind ja dann alle erstmal in C-Dur, das ist das Schwarze hier. Und hier wird es transponiert in G-Dur, ne? So, ich werde jetzt zwei Tonleitern, beziehungsweise ein paar Übungen machen. Das heißt also, in G-Dur mache ich jetzt mal was. Und zwar die Kadenzen. Ja, dann ich gucke nochmal, wo ich das Ding. Da ist das Ding doch schon. Ja, das ist jetzt noch alles. Genau, da kann man gucken. Da kann man ja auch nochmal gucken. Das war ja auch nicht so schlecht hier. Genau. Ja. Das ist jetzt in C-Dur geschrieben, aber das ist ja egal. Da kann man ja, wie gesagt, transponieren. Und dann wieder hier der Held. Da ist er, jetzt haben wir ja. So. Ne? Das ist das System in C-Dur. Und das habe ich jetzt einfach nur transponiert in G-Dur. Das andere bleibt alles bestehen. Ja? Warum macht er das? Da ist der. Manchmal das funktioniert nicht so, wie ich das mal hier will. Irgendwie hat der dann Schuss. Nee. Da muss ich mir noch mal was einfallen lassen. Das funktioniert zwar nicht. Hallo. Macht er jetzt wieder Bremse, ja? So. Ja, da ist auch ganz schön viel drauf, bis ich das immer wieder gefunden habe. Ne? Aber ich wollte noch was anderes. Jetzt will ich ja zu den Kadenzen gehen. Ich will jetzt Musik machen. Das heißt also G-Dur-Tonleiter. Das könnte man auch so übertragen, theoretisch auch noch. Ne? Aber das ist ja noch ein anderes System. Ne? Aber das ist in C-Dur, könnte man auch alles in G-Dur umstricken. Ne? Aber das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt mal schon auch in der Praxis reingehen. Ne? Das ist dann zu viel Theorie, weil ich weiß das ja jetzt erstmal. So, das war jetzt erstmal, genau, da sind wir doch schon genau auf dem richtigen Platz. Ja? Jetzt habe ich diese C-Dur-Tonleiter. Die habe ich jetzt gemacht in G-Dur. Ne? Das ist ja ein bisschen grob gemacht jetzt hier.
Das heißt also, man müsste das C hier wegmachen. Den streichen wir mal einfach durch. Und hier müsste normalerweise ein Kreuz rein. Dann machen wir für den jetzt mal ein Kreuz rein. Ah, dann ist ja, ich dachte, das wäre rot, das ist gar nicht rot. Das ist rot hier. Machen da mal ein Kreuz dran. Ne? Wenn da so ein Kreuz drin haben, so, zack, man wird übertrieben. Aha, wissen wir es, G-Dur oder E-Moll? G-Dur. G-A-H-C-D-E. F, dann muss ein halben Ton erhöht werden. Das ist das Kreuzchen, ne? Da kann man hier so vorschreiben. Zack, zack, und hat man den Ton um einen halben Ton erhöht, ne? Ja? So sähe das also theoretisch aus. Und hier gibt es ja keine Erhöhung und keine Erniedrigung in C-Dur, ne? Und die Akkorde habe ich ja gerade gezeigt in G-Dur, die habe ich jetzt alle nur auf G-Dur versetzt. Das ist jetzt das C-Dur-System. Ja, das kann man jetzt vergessen. Jetzt kann man das, was ich hier gemacht habe, von C-Dur aus, dass wenn man hier runter guckt, dann habe ich alles, was in C-Dur ist, in jede Tonart geschrieben, in Dur und in Moll, die Akkorde dazu. Und das gucken wir uns jetzt mal näher an. Das ist mir ganz interessant. Da habe ich ganz schön lange dran gearbeitet, aber das hatte Sinn. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich muss jetzt erstmal auf Normal wieder stellen, nicht, dass er mich wieder hier abschießt. Auf Start machen, Mann. So. Nee, das war der nicht. Einfügen. So, ne, da ist ein. Ist denn da los, sorry? Ach, da ist er wieder. So. Den machen wir jetzt groß. So, den muss ich noch mal ein bisschen verschieben jetzt. Mit der Taskleiste irgendwie, das geht mir auf den Zwirn, muss ich sagen. Da muss ich mal gucken, dass ich das alles mal ein bisschen ändere hier. Diese C-Dur, H-D, das ist noch. Was ist das doch hier? Genau. So. Wenn man sich das so anguckt, ne, das System, was ich da so aufgebaut habe, dann ist ja im Grunde. Genau, die C-Dur-Tonleiter in einzelnen. Ne? Das ist jetzt die C-Dur, also ist die Tonleiter, die einzelnen, das sind die Akkorde der C-Dur-Tonleiter. Ne? Und das Rote ist ja G, da habe ich das ja transponiert. Und ich will das ja jetzt alles in G haben. Das ist ja alles in C. Ne? Das heißt also, ich kann das alles, was ich jetzt hier sehe. Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne? Könnte ich jetzt noch die Oktave dran machen, das heißt wieder ein erhöht, ne? Eine Oktave höher. Dann kann ich sehen hier die erste Stufe, also die Stufen, dann die, wenn ich hier C-Dur habe, zweite Stufe ist Moll, Moll, Dur, Dur. Moll vermindert. Und dieses System, Dur, Moll, Moll, Dur, Dur, Moll, Dim, wenn ich G-Dur versetze, dann habe ich jetzt G-Dur, A-Moll, H-Moll, C-Dur, D-Dur, E-Moll, Fis vermindert. Dieses bleibt hier, ne? Dur, Moll, Moll, dieses System bleibt auch bestehen. Die Stufen bleiben bestehen, alles G1, die erste Stufe, A, zweite Stufe, ne? Von C alles wird weggedacht und dann alles in G. Und wenn man das jetzt runterstrickt, wenn ich jetzt hier G habe und will jetzt zu G-Dur auf die G-Dur-Kadenz spielen, kann man hier reingucken jetzt. Ja, dann habe ich das so gestrickt, weil das ist ja hier die Kadenz. In C-Dur. Ne? Tonika, Subdominante, Dominante, Tonika. Das ist ja, wenn man die Akkorde spielt, für
ein Backing Track oder für ein Lied oder was, ne? Grundkadenz nennt man das. Oder Grundakkordfolge auf Deutsch mal, ne? Und wenn man hier drunter guckt, dann alles, was in Gelb ist, habe ich in Dur geschrieben. C-Dur, F-Dur, G-Dur. Ja? Und wenn man hier die Tonleiter mal guckt, dann steht hier alles drin. Ne? Dann geht man die Halbtonschritte zurück, dann kann man das C-Dur, diese parallele Molltonleiter in A-Moll sehen. A-Moll, D-Moll, E-Moll, A-Moll. Hat man die Kadenz in A-Moll. C-Dur, F-Dur, G-Dur hat man die Kadenz in C-Dur. Und ich bin ja jetzt bei G. Ne? Und deswegen, jetzt der nächste Schritt wäre jetzt G-Dur. Das hieß Tonika, Subdominante und Dominante. Und wieder Tonika. G-Dur, C-Dur, D-Dur, G-Dur. Da habe ich schon für G-Dur jetzt eine Kadenz. Grundkadenz, ne? In C-Dur haben wir ja gesagt, C, F, G, C. Bei G sagen wir es G, C, D, G. Ja, das sind Grundkadenzen und die kann man aber auch hinterher, wenn man ein bisschen versierter ist, verändern. Man kann alle Akkorde, die in der Tonleiter drin sind, die man da gebildet hat, die kann man zur Kadenz nutzen. Das heißt also, man muss jetzt sich nicht unbedingt daran wenden, wenn man ein Lied machen will. Man kann auch mit einem Akkord kann man auch ein Lied machen. Ne, gibt eine ganz coole Lieder so irgendwo, so weltweit, so, da fragen wir sie, wie haben sie das gemacht? Aber die Einfachheit, sagt man, da ist die Würze drin. Ne? So, aber das ist jetzt Grundkadenz aus der klassischen Musik. Und jetzt kann man es sich schicken, wie man will. Es gibt auch hier 2, 5, 1 oder so. Oder sagt man hier, ich will Dur haben, dann will ich den A-Moll haben, dann mache ich den C und dann mit den D wieder. Das kommt immer darauf an, wie sich das anhört. Ne? Jeder kann sich da im Grunde die Kadenz selber zusammenstricken. Das ist erstmal die Grundkadenz. Immer wieder, ne? So, und wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, ich will jetzt die G-Dur spielen und will eine andere Kadenz haben, dann mache ich mal G-Dur, dann mache ich mal E-Moll, dann mache ich mal C-Dur und dann mache ich mal G-Dur. Das heißt im Grunde, wenn man es genau nimmt, erste Stufe ist ja gleich, fängt man ja immer mit an, G-Dur. Und wenn ich jetzt als zweiten Schritt haben will, ein E, dann müsste ich theoretisch ja G, A, H, C, D, E, die siebte Stufe nehmen, in Moll. Das wäre die siebte Stufe, ne? G, E. Das heißt also, erste Stufe, siebte Stufe, vierte Stufe, erste Stufe. So könnte man das auch umrechnen, also so sich eine Kadenz rausmachen. Oder? Aber ich fange ganz mit den einfachen an, beziehungsweise ich nehme jetzt nicht diese Kadenz, dann kann man das schon mal gleich erweitern. G-Dur, C-Dur und D-Dur wäre im Grunde die Grundkadenz von G-Dur. Und ich mache jetzt die Kadenz G-Dur, Akkord, E-Moll Akkord, C-Dur Akkord, D-Dur 7 Akkord und G-Dur Akkord. Ne? Das ist auch eine Kadenz. 7er heißt also noch einmal G-Dur, E-Moll, C-Dur, D-Dur 7 und G-Dur. Diese Kadenz werde ich jetzt gleich mal üben. Und wenn ich die jetzt übe, ich zeige euch mal, wie ich das mache. Ich will das auf drei Instrumenten üben wieder. Ne? Ich übe hier so auf drei Instrumente. Ja, und das heißt also im Grunde, auf Keyboard spiele ich das, auf Gitarre und auf dem Bass. Da will ich das üben wollen. So, jetzt fange ich gleich mal mit dem Keyboard an, mache mal die Akkorde und auch so mal zeigen, was ich eigentlich so vorhabe jetzt. C-Dur ist jetzt transponiert auf G-Dur. Und wir machen jetzt die Kadenz G-Dur, E-Moll, C-Dur, D-Dur 7, G-Dur. Und dann gucke ich mal, dass ich die Tonleiter von G dazu spielen kann. Ne? Die G-Dur-Tonleiter. So, erstmal ein Käffchen trinken und dann melde ich mich gleich wieder.
So, ich werde jetzt mal ein paar Experimente zu der G-Tonleiter mal machen jetzt hier. Jetzt ich ja G-Dur, C-Dur, D-Dur und G. Das ist ja die Grundkadenz. Ich mache das mal auf Keyboard, weil ich ja auch auf Keyboard auch übe. Aber ich mache das jetzt nur mit einer Hand, ne? Und weil das ja auch so ein bisschen schmal gemacht ist, könnte das auch ganz anders mal stricken, aber ich will ja nur zeigen, wie ich das so übe, ne? So, das heißt also im Grunde, das haben wir jetzt gesagt, G-Dur, C-Dur, D-Dur, G-Dur, ne? Und bei C wäre das C, F, G-Dur, dann C. Wir üben jetzt G-Dur, beziehungsweise ich, G-Dur, C-Dur, D-Dur, G-Dur. G-Dur. G-Dur, haben wir gesagt, ne? Genau. Das wäre jetzt die Kadenz. G-Dur, C-Dur, in G-Dur, ne? Und D-Dur, G-Dur, D-Dur, C-Dur, C-Dur und D-Dur. Das wäre die Grundkadenz in G-Dur. Ne? Darauf kann man dann üben. So, aber ich will jetzt nicht diese einfache Kadenz machen, oder ich sage ja mal, jeder, der sowas machen würde, ja, mit sowas hier, der kann sich selber Lieder stricken. Bloß man muss sich so ein bisschen an die Musikform dran halten. Ne? Das ist die klassische Form. Hört man in jedem, auch wenn das Blues ist. Das ist hier dasselbe Schema, ja? Tonika, Dominante, Dominante. Ne? Aber kann man rausgehen. Man kann sagen jetzt G-Dur, E-Moll, C-Dur, D-Dur 7. Habe ich gerade gesagt. G-Dur, E-Moll, C. Ne, das hört sich schon ein bisschen melodisch an. Aus G. Ne? Aber wir nehmen das E-Moll auch mit, weil das ja auch in der Tonleiter reingehört. G-Dur, ein Halbtonschritt, ein zweiten und ein drittes E-Moll. Parallele Molltonleiter zum G-Dur. E-Moll-Tonleiter hat dieselben Töne wie die G-Dur-Tonleiter. Und das Fies ist immer das Erste, was hier jetzt immer drin ist. Ne? In dieser Tonleiter, in G-Dur. So, jetzt mache ich mal diese Akkorde und versuche die jetzt mal nach und nach zu spielen. Ich müsste den Rhythmus haben, ne? Wenn nicht schlecht. Jetzt will ich hier nicht dran rumbasteln. Ich kann ja auch hier was anstellen. Ne? Hier war auch irgendwie so ein Rhythmus oder irgendwie so. Ne? Oh. Klackert der irgendwie? Ach, die nehme ich ja mal zu, weißt. Aber ist egal, wir machen das ohne Rhythmus. Ach, da ist der Rhythmus. Warum ist er nicht da? Da ist er doch. Na, genau, lass mal gleich kommen da. Wie heißt? G-Dur. Na, Grundkadenz wäre so. Akkorde mit rausziehen und damit reinbauen, wenn sich das anhört, ne? G-Dur. Also A-Moll passt ja, A-Moll, ne? Könnte man damit reinpacken zum Beispiel, ne? Ein bisschen tiefer gehen, ne? Nochmal G-Dur. Gar nicht. Ne,
muss mal gucken, wo es was passt jetzt. Ne? Aber ich will jetzt nicht zu viel experimentieren. Grund G-Dur, C-Dur und D-Dur. Und ich mache jetzt, das mache ich mal auf Cubase, damit ich mal so wieder so was aufbauen. Grundkadenz. Das ist E-Moll. C-Dur. D-Dur 7, ne? Das ist ja D-Dur, D-Dur 7. Machen wir mal D-Dur. Machen wir erstmal kein Siebener, dann machen wir nur erstmal Dur. D-Dur, ne? Wenn man das so sich durchspielt, das ist die Kadenz, darauf kann man dann, wenn das läuft, könnt ihr auch hier auch aufnehmen, wenn ich will, ne? Die G-Dur-Tonata spielen, ne? Fis. E. G. Ja, Tetrakorde wieder. Wie bei C-Dur. Erstes Tetrakord. Bei G-Dur, erstes Tetrakord. Zweites Tetrakord bei G-Dur. Fis, da ist der Ton, immer ganz wichtig. Dann weiß man, es ist G-Dur. Oder es ist E-Moll. Fis. Und mit E-Moll anfangen. Könnte man zu E-Moll für eine Kadenz machen, kann man ja auch mal gucken, E-Moll. Ne, genau, E-Moll. Und H-Dur. Das würde schon was zum Beispiel passen. Das macht man ja in C-Dur auch. A-Moll, G-Dur, F-Dur, G-Dur. Wenn man G-Dur spielt, beziehungsweise E-Moll, E-Moll, na, könnte man das machen, das wäre jetzt E-Moll. Und, aber anfangen will ich ja mal mit. Spielzeug. So. Also nochmal. G-Dur. Was ist in G-Dur? Also üben tut man das ja eigentlich. Fingersatz, ne? Wenn man erstmal so anfängt zu üben. Ja? Aber man sollte vielleicht auch mal so spielen. Mit den Tetrakorden, ne? Dass man immer diese nur die 4 spielt, ne? Nicht 5, aber hier 3. So untergreifen. 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kann man auch machen, ne? Und da hat man noch ein bisschen mehr in der Übersicht. Tetrakorde machen. G. Erste Tetrakord. Die erste Tonleiter bestehen. Dann hat man das ein bisschen mehr so im Auge. In 2 Segmente so, ne? C-Dur. Ne? Also jetzt halt mit C, das ist hier. Ne? Das ist C-Dur. Kann man sich nicht vertun, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der Rekord. In C-Dur. Jetzt in G-Dur.
Ja, da muss man, verlassen wir jetzt das weiße Feld und gehen auch mal auf die schwarzen Taste. Erster Tetrakord nicht, beim zweiten Tetrakord. Ne, kommt der Fies rein. Zusammen. Das ist die Schritt, das Kreuz auf der Tonleiter, ne? Das ist der Fies, das muss man anhalten, ne? Nicht den, der passt dazu nicht zur G-Dur. Genau, das kann man hier so spielen, ne? Das ist G-Dur jetzt. E-Moll. Und D-Dur. D-Dur, ne? Ja. Das ist aber ganz schön tief, ne? So, das werde ich jetzt mal weiter erarbeiten. Ich mache jetzt mal einen kleinen Quantensprung wieder. Ja, das heißt auch so. Dann mache ich jetzt den letzten Akt noch. G-Dur habe ich gesagt. E-Moll. C-Dur. D-Dur, ne? Die Kadenz, wo ich jetzt was ich aufnehmen will auf Cubase und dann auch so mit Bass üben, aufnehmen und vielleicht auch mal so ein kleines Lied machen, ne? Mit der Kadenz. Wir machen jetzt, also ich mache jetzt erstmal so eine Kadenz mit einem Akkord mehr aus dieser Folge, ja? Nicht nur die Grundkadenz, sondern ich packe jetzt noch das E-Moll dabei, ja? Da gehe ich jetzt folgendermaßen vor. Das ist jetzt gedacht und jetzt, ich habe jetzt schon so viel Sendung verpulvert. Ich kann jetzt das noch ergänzen nochmal, dass man, wenn ich das jetzt alles habe, die Kadenz, die Tonleiter, die Akkorde, ne, zum G-Dur und die Kadenz, dann habe ich ja schon mal die Basis von der Musik, ne? G-Dur, parallele Molltonleiter ist E-Moll. Ne, kann man das spielen? Entweder Moll oder N-Dur. Das E-Moll ist einer aus der modernen Tonleiter in G-Dur. Und zwar diese eolische Tonleiter. E-Moll, A-Moll, H-Moll, E-Moll ist die Kadenz dazu. Zu E-Moll. So, aber wir haben zu G-Dur haben wir 7 modale Tonleitern. Wie bei C-Dur. Und da will ich jetzt noch hinaus, ne? Also das ist dann auch mein Ziel. G-Dur lernen, die Akkorde und mit dem ganzen modernen Tonleitern, dass ich das C-Dur-System wirklich vollständig verschoben habe, dass nur alles G-Dur ist. Ja? Ne? Das ist so eine Kunstwissenschaft. Man kann dann auch dann hinterher, wenn man das gelernt hat, noch einen Schritt weiter gehen. Das heißt, vom G-Dur jetzt nach D-Dur. Oder nach Fis-Moll, nach A-Dur, oder, ne? Da kann man alles jetzt hier üben. Ne? Dann sieht man die Liste nochmal. Ne? Also, es ist im Grunde, wenn man Musik lernt, muss ich sagen, Hut ab, also, die haben manchmal viel zu tun. Ne? Ich dachte, ich immer so ein bisschen langsam machen, aber da an Musik, unmöglich, was da alles dranhängt. Ne? Da ist also, aber man denkt, na komm, dann mache ich mal so ein paar Tage. Da kann man das ganze Leben üben und lernen und dann hat man es immer noch nicht drauf. Ja, also ist also cool. So. Ja, ich würde sagen, dann mache ich das jetzt noch folgendermaßen. Jetzt bin ich ja schon mal so weit. Jetzt komme ich auch hier in dieser Sendung zum Ende. Das heißt also im Grunde die. Wo ist das denn jetzt noch? Hier ist doch gleich hier oben, ne? Was macht dieses noch? Jetzt kommen wir der Sache, da ist es. So, ich will jetzt zu den modalen Tonleitern nochmal kommen. Ja? Wo ist er denn? So, ne? Das habe ich ja in Rot hier gemacht.
die modernen Tonleitern. Und wenn wir jetzt hier die G-Dur-Tonleiter hier haben, haben wir ja eine Fis hier drin. Wenn wir die E-Moll-Tonleiter haben, ist ja die parallele Moll-Tonleiter zu G-Dur, dann haben wir schon eine, die zweite modale Tonleiter. Die G-Dur-Tonleiter ist ionisch. Die E-Moll-Tonleiter, die parallele Moll-Tonleiter, also zu G-Dur, ist eolisch. Fis, ne? Man kann sich da Fis mitnehmen. Nicht wie hier ist das Spiel, sondern E, Fis, G, A, H, C, D, E. Fis. Das ist Kreuz. Ja? Oder die G-Dur. Fis. Das gehört immer dazu. In dieser G-Dur-Tonleiter. Das heißt, also wir haben jetzt schon zwei modale Tonleiter, die ionische und die eolische. G ionisch und die eolische. G eolisch, also E-Moll. Jetzt haben wir aber hier wieder sieben Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ionisch haben wir schon gelernt jetzt hier. G, A, H, C, D, E, Fis, G. Ist die ionische G-Dur, ne? G, A, C, D, E, Fis, G. Und wenn wir jetzt aus dieser Tonleiter einen Schritt weiter gehen, haben wir die dorische. Das heißt also, G-Dorisch fängt an mit A, H, C, D, E, Fis, G, A. Dorisch, Tonleiter, G-Dorisch. Das heißt, wenn man hier mit G anfängt, dann geht man von dem Grundton einen Ton weiter und fängt die D-Dur-Tonleiter mit G an, mit A an jetzt, ne? Ist ja klar. Ein Ton der A. Da muss man aber jetzt auch wieder das Fis reinmachen, ne? Das heißt, G durch. G ionisch. Ein Schritt weiter, fängt man die ganze Tonleiter durchziehen. Vier Töne. Nochmal vier Töne. Ja, das wäre dann die G dorische. Und wenn man jetzt noch einen weiter geht: A, H, C, D, E, Fis. G-A. Da hätte man jetzt hier die Phrygische. G-Phrygisch. Ionisch. Dorisch. H jetzt, ne? Fis. Wäre jetzt die Ionisch, die Phrygische. Ionisch, aber immer das Fis mitnehmen, ne? Nicht hier auf der Weißen, sondern da geht halt immer das Fis mit rein. G, Ionisch, bis hier. Dorisch, Phrygisch, ne? Phrygisch. Immer nur, die gehört dazu. Nicht so wie bei den C-Dur, dass man so durchziehen kann, sondern man muss die schwarze Taste immer wieder mitnehmen. Die aus der Tonleiter ist G, ionisch, Fis, Dorisch, Phrygisch. Wieder mitnehmen, das Ding hier. Fis. Ne, und dann so weiter. Das sind jetzt hier diese sogenannten modalen Tonleitern. Die übt man nach und nach. Aber ganz zum Anfang am besten immer erst Dur und dann Moll. Das heißt also ionisch,
Und das parallele Moll dazu ist immer 1, 2, 3 von den Dur Grundton tiefer, ne? G, Fis, F, E. Und das ist mit der Tonleiter, wenn man das in E dann macht, ist das so. Da hat man die Äolische hier. Ne, das ist nicht Äolisch. Ah doch, das ist die G-Äolische, ne? Nicht die A-Äolische, sondern die G, ne? Ja, E-Moll. Dann geht dann hier ein Fis rein. Wenn man jetzt eben Moll spielt, habe ich genug Geduld, das wäre jetzt ganz viel Theorie gewesen. Und da setze ich ja dann mal um in Gitarre oder sowas. Ne? Und auf Bass noch. Und wird das hier auch, nächste Sendung fange ich dann mal mit an. Dann werde ich hier Cubase anmachen, ein paar Spuren anlegen und werde mal die G-Dur mal so ein bisschen zerfummeln und so, ne? Dass ich mal so ein bisschen wieder, ja, das noch mal zerlegen und das praktisch mal so nachhalten kann, ne? Aber visuell. Ja, Cubase ist ganz gut hier, die Sendung. Dieses, dieses Musikstudio, ne? So, aber wie gesagt, das ist schon eine Stunde drüber. Okay, dann würde ich sagen, G-Dur. G-Dur. Haben will, Grundton G, ein Halbtonschritt, Fis, noch ein Halbtonschritt, F, da ist er, E-Moll. Das ist das Ziel, was ich erreichen will, ja? Da muss man noch ganz schön viel üben. Bis dann. Ich muss jetzt mal raus, mal ein bisschen noch die Obstbäume schneiden und ein bisschen alles frei machen. Es ist jetzt richtig knackiges Wetter. Deswegen gehe ich mal so ein bisschen in die Natur, ne?